Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Elden Ring. Ich habe mir eure Vorschläge bzw. euer Insistieren bezüglich Update für das Spiel mal zu Herzen genommen und tatsächlich, sieht man das, wenn ich hier rausgehe? Nee. Tatsächlich wird es gerade ausgemacht, beziehungsweise nicht ausgemacht, es wird geupdatet. Das Problem ist, mein WLAN ist scheiße langsam und sonst müsste ich jetzt noch 3 Stunden warten, bis ich Elden Ring aufnehme. Und das möchte ich nicht. Deswegen, die Folge wird noch ohne Update sein und nächste Folge gibt es dann mit Updates und hoffentlich passt dann auch soweit alles. Wir haben uns die Karte genommen für den südlichen Bereich hier von Zelit. Und ja, ich würde sagen, wir schauen, dass wir an der Straße entlang gehen, weiter hier zu dieser Crossing und dann vielleicht hier hoch, vielleicht hier runter. Ihr habt gesagt, nicht ins Schloss erstmal. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir sowohl hier als auch hier auf regulärem Wege sind, werden wir schauen, dass wir Margit machen. Oder ein bisschen hier unten bei dem Brunnen am Seufre. Kommt drauf an, wir machen wahrscheinlich Margit ein paar Mal und wenn der uns weiterhin fickt, dann... Hallo? Dann schauen wir einfach weiter zum Brunnen am Seufre. Alright. Was ist hier unten so? Was seid... Achso, ihr seid diese scheiß Pflanzen. Ja, nee, darauf haben wir jetzt irgendwie... Oh shit, oh shit. Oh shit, das sind ein paar viele... Hier geht's nur runter in den Tod. Man kommt dann never ever so runter einfach. Okay, hier sind nur so ein paar Pflänzchen. Die müssen wir jetzt nicht machen, sage ich mal. Weil die sind eher kacke. Nicht so kacke wie die Vögel zum Beispiel. Da ist irgendwas. Wie weit sind wir jetzt schon? Oh, wir sind noch gar nicht so weit. Okay. Schauen wir erstmal, was das hier sein soll. Und das hier. Okay, ihr betet da unten irgendwas an. Das Katana ist übrigens richtig geil von Damage. Ich meine, mit dem anderen haben wir für die, glaube ich, 10. Nicht 10, aber 5, 6 Schläge gebraucht. Also viele. Und das sind 3. Gefällt mir. Was ist da hinten? Ist das das Teil oder... Es wird so roundabout hinkommen. Dass das der Sumpf mit den Minen ist. Wenn das... Und das da hinten ist dann vielleicht schon... Dieser Erdenbaum. Roundabout. Naja, ihr habt mir schon gesagt, dass dieser Sumpf richtig kacke wird, aber... Welcome, dear customer. Yes, right this way. Right this way. Das klingt wie eine Falle, aber das ist derselbe Händler wie sonst auch. Welcome, valued customer. Come, trade in our wandering emporium. Please, buy something. I'm hungry. I've been hungry so long. Please. Wenn er schon so ist, außerdem hat der relativ geilen Shit und wir haben ein bisschen was. Verursacht Giftschaden. Allein schon das hier werde ich mir gerne ein Pack kaufen. Giftpilz, nee. Verursacht Gift. Hm. Weiß es nicht, wie geil das ist, aber hier so Giftschaden. Das nehmen wir. Sonst hat er nix. Reicht das jetzt schon? Ah, how nice of you to stop by again. Please. Ja, wir müssen zuerst irgendwas verkaufen, weil wir kein Stuff dabei haben.
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier wirklich wichtig ist, dass wir bei dem was kaufen. Wir haben so wenig von den kleinen Schmiedesteinen und so viele von den großen. Irgendwas stimmt da nicht. Ich kann zum Beispiel sowas wie eine Armbrust verkaufen. Ich werde never ever eine Armbrust verwenden. Und diesen komischen Oktopuskopf. Wobei, der ist geil, den behalten wir. Aber zum Beispiel hier das hier. Davon habe ich 2 Stück. Warum soll ich davon 2? Ach so, die geben so gut wie gar nichts. Aber hier das zum Beispiel. Das sind, da haben wir 4-mal dasselbe von. Das brauchen wir nicht. Ja. Sonst haben wir eh nichts mehr. Können wir jetzt irgendwas bei dir nochmal kaufen, damit du glücklich bist? Ja, so 2 so Gift, 3 so Giftsteine. Komm. Vielleicht kommt er ja sonst nicht an den nächsten Ort, wo wir ihn bräuchten. Da unten ist nur Gestrüpp, oder? Ich sehe von hier aus noch keine Gegner, außer diese eine Pflanze da unten, die ich gesehen habe. Aber sonst... Ah doch, da ist so ein... Dieses Skelett vor dem ist kein Gegner, oder? Ich kann zumindest nur den anvisieren. Vielleicht ist trotzdem ein Gegner und der ist in Hiding. Könnte sein... Oder ist noch eine große Pflanze... Moment. Ist hier ein Weg runter? Oh, ich glaube, aus der Höhe könnte ich allerdings da reindroppen. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht so wirklich die... Sagen wir mal, nicht so wirklich den Anreiz, den ich gerade sehe, da lang zu gehen. Außer, dass es mich abfacken wird, wahrscheinlich. Was ist das hier? Oh, ein weiterer Ort der Gnade. Geil. Moment. Okay. Den haben wir, glaube ich, am Wegesrand gesehen. Aber hier zum Beispiel auch. Hier ist ein Ort der Gnade nach dem anderen entlang des Mainways. Aber wenn man mal ein bisschen zur Seite geht, muss man immer von Mainway neu gehen. Hier. Abseits von Kelitz Nordhochstraße. Bisschen langer Name, aber okay. Oh, von hier aus können wir dann auch easy hierher, wenn wir einen Steinschwertschlüssel finden oder kaufen können mal. Der hatte gerade keinen. Übrigens ein bisschen heiß, also meine Haare sind ein bisschen von Arsch und ich schwitze ein bisschen. Nur zur Info, falls ihr euch fragt, warum ich glänze wie eingeölt. Ist kein Öl. Da sind Viecher. Sind da auch Viecher? Kriegsasche, raubende Faust. Die macht... Blutig, ja gut, wir haben schon blutig. Ach, mit Fäusten und Klauen, außer mit riesigen Waffen. Jetzt ist die Frage, das könnt ihr mir gerne beantworten. Wenn ich den blutigen Schnitt da drauf tue, ist das ja eigentlich eher dumm, oder? Weil wir machen schon Blutungsschaden. Angriffe bewirken Blutung ist schon Passiveffekt. Dann wäre es doch intelligenter, wenn ich da sowas wie... irgendwas anderes halt drauf tue, damit das noch geiler wird. Wie zum Beispiel... Löwenkralle. Schwertern, Äxten, Hämmer. Löwenkralle schwer oder wilde... Achso, nee, das nicht. Aber hier zum Beispiel. Durchbohrende Waffen. Also ich glaube, es wäre nicht so intelligent, dass wir mit dem... Oh ja, das sind diese Wichser. Die lassen wir mal aus. Weil die mir besonders am Sack gehen. Das muss ich sagen, sehr geil an dem Spiel. Wenn man irgendwie einen Gegnertypen gerade mal nicht will, dann kann man den relativ... Ah, seht ihr zum Beispiel. Das passiert jetzt mit den Update-Sachen. Ja, schön Blutung. Nice.
Alter, wie oft kann der das machen? Der gibt relativ gut Stuff. Gut Ruhen. Das muss ich denen lassen. Das geben die gut. Ah, Moment, hier. Oh, hier ist Marikas Pfahl und hier sind die Ruinen von denen. Wir sind bei den Ruinen nicht gestorben, deswegen erinnere ich mich an den Pfahl nicht mehr. Aber das sind alles, ja, das sind alles die Ruinen. Okay, das heißt, das haben wir schon. Man muss auch immer nach oben schauen, nicht, dass hier irgendwo ein scheiß Vogel... Oh. Hallo? Das war zu früh. Ich hätte einen noch machen können. Hä? Fick dich! Ah, das muss ich sagen, finde ich leider ein bisschen schade. Das gab es, glaube ich, in bis jetzt noch keinem Souls-Spiel. Oder? Dass man mit gezücktem Schild nach hinten laufen kann. Man konnte immer nur seitlich laufen und dann hat man auch zur Seite geblockt. Aber ich rede, du blockst in die Richtung des Gegners und bewegst dich schnell in genau die andere Richtung. Ich glaube, das ging bis jetzt in Souls-Spielen noch nicht. Aber gut, wir haben zumindest hier weit Progress gemacht. Steigen wir gleich nicht aufs Pferd, weil wir, glaube ich, gleich Stuff machen. Oh ja. Willst du mich verarschen, dass das nicht reicht? Okay, die Distanz. Die Distanz wäre geil, wenn die noch ein bisschen steigen würde von unserer... Jetzt kann ich mal trinken. Was ein Wichser. Ich hasse diese Art von Gegnern. Das wollte ich nicht. Ich habe einmal zu wenig weit gedrückt. Geil. Aber gut. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ich werde wahrscheinlich vielleicht diese Folge noch nicht, weil nicht das mit dem Update, ich dann wieder irgendeine Kiste öffne, die mir irgendwas verwehrt. Aber ich werde, glaube ich, tendenziell... Fuck you! Alter, was? Ich würde es sehr gern mit ein bisschen mehr Range haben. Okay, die bluten immerhin auch. Ihr habt mir ja gesagt, es gibt relativ gut viel Gegner, die Blutung machen. Die Blutung aus, nicht aushalten im Sinne von, dass die halt bluten. Oh. Hallo. Zum Beispiel die bluten auch gut. Und wir haben wieder volle Magie eigentlich. Oder fast volle Magie und fast volles Leben. Also von daher... Da ist schon wieder ein Ort der Gnade. Moment, irgendwas muss es hier geben, wenn da schon wieder ein Ort der Gnade ist. In der Höhe, man kommt vielleicht bis zum Meer. Oh. Mir gefällt nicht, dass da so ein einsamer Pfahl ist. Ja, man kommt hier bis zum Meer. Okay, da unten ist irgendwas. Ja, ich glaube nicht. Mit ein bisschen Glück kann ich die jetzt so machen, ohne irgendwas. Sehr gut. Das heißt, dort wird eine Höhle sein, nehme ich jetzt mal stark an.
Schauen, ob hier vielleicht Richtung Meer noch irgendwas ist. Aber das schaut nicht so aus. Da ist schon wieder so ein Steinthron. Ob da vielleicht wieder so ein Turm in der Nähe ist, wo wir so unsichtbare Viecher plätten müssen. Vielleicht. Ich hoffe, ich überlebe das. Weil ich habe keine Lust, die... Geil, hier ist nicht mal was. Ich dachte, hier wäre jetzt... Ich dachte, hier wäre eine Höhle oder irgendwas. Shit. Geh einfach schnell hier hoch, möglichst ohne irgendwen am Sack zu gehen, damit sie mir auch nicht am Sack gehen. Okay, wie gesagt, da vorne ist nur der Gnade Richtung des Steinthrons. Hä? Oder ist der schon hinter mir? Ne, der müsste vor mir... Da vorne ist er, okay. Das heißt, irgendwas wird hier links noch sein. Kein Vogel. Ist schon mal positiv. Ah ja, hier waren ja diese zwei Pflanzen. Oder mehr als zwei. Die Sache ist halt, bringt mir das auch nur irgendetwas, die zu machen, außer den Runen, die die machen, weil die mir ja Scharlachfreude machen. Und die noch ein bisschen geschissener ist als... Und die machen... Ja, okay. Boah, Moment. Wie viel Ding geben die eigentlich? Wie viel Magieschaden bekommen die eigentlich? Ja, ist nicht so dolle. Genau deswegen habe ich kurz mal weggegangen und Heilung. Oh, die bluten auch! Nice. Mach mal irgendeine Attacke, genau. Die geben mir gerade das Miranda-Pulver und ein paar Giftblüten. Aber das Problem ist, die geben Giftblüten und machen aber Scharlachfäule. Das ist auch so ein bisschen ungeil. Okay, ich schau mal, markiere mal ganz kurz, dass ich hier noch nicht weitergegangen bin. Und jetzt gehen wir zu dem... Dafür mache ich jetzt nicht diese Special-Markierung. Jetzt gehen wir hier zum Ort der Gnade und schauen da gleich weiter. Aber ich will jetzt mich nicht... Na, ich meine, ich kann mich jetzt natürlich heilen, aber ich will halt auffüllen. Oh, Moment. Achso, nee, nur während der Animation hört das kurz auf. Ich dachte gerade kurz, beim Ort der Gnade gibt es einen passiven Heilungseffekt. Das könnte man vielleicht irgendwann mal irgendwie ausnutzen. Okay, da ist der Thron und dort hinten sind wir nicht weitergegangen. Ich schau erstmal zu dem Thron. Ist auch ein Item, wie bei dem anderen war. Wieder Sternlichtsplitter, das... Was waren das nochmal? Hier gibt es so viele Items, ich kann mir echt nicht alle merken. Ich könnte das nutzen. Aber ich weiß nicht, ob das so geil ist. Es gibt sicher irgendwie Runen oder irgendwas. Oder irgendwas halt. Das schaut nicht aus, als wäre da irgendwo eine Höhle. Da hinten ist aber ein Friedhof. Da, oder? Roundabout genau da auf dieser Höhe. Hier ist außerdem noch... Was ich auf der Karte sehe, was interessant ist. Hier auch so zwei Dinge. Und da, glaube ich, irgendwo ist... Also ich glaube, wir könnten jetzt theoretisch schon in den Sumpf runter. Ja, nur ob ich das will, ist dann wieder eine ganz, ganz andere Nummer. Hier sind wir nicht weitergegangen. Wenn hier auch irgendwo eine Höhle ist... Oh ja. Wenn hier irgendwo eine Höhle ist, wäre das ganz besonders geschissen, weil hier halt nach einer Höhle noch zu suchen... Bringt's mir irgendwas da hoch? Oh, da oben steht ein Typ drauf. Da oben steht ein Typ drauf, Moment.
Was ist das? Ist das ein Vogel? Nein, ist noch einer. Es sind nur solche Typen. Okay. Hier. Ja. Und von hinten nochmal. Ja, das ist das große Problem an denen. Warum mache ich die eigentlich nicht mit Magie? Ich meine, wenn die mich mit magischen Projektilen zu bomben, warum sollte ich das nicht auch machen? Das ist ja eigentlich voll dumm, dass ich das nicht mache. Das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, ein Rennen fährst und alle fahren einen Sportwagen, du hast einen Sportwagen, aber du fährst mit deinem alten Golf. So, why? Genau. Das reicht noch nicht, shit. Okay, aber das ist schon mal gut. Das Geile ist, die haben auch da die Schwäche, dass sie das Casten erstmal aufladen müssen. Ich glaube, das ist jetzt schon, was wir jetzt machen, 100-mal cleverer, als was wir vorher gemacht haben. Hopp, hopp. Okay. Ich würde gerne mein Ding wieder bekommen. Gut, dass die nicht auch noch explodieren, dann wären die, glaube ich, eine der geschissensten Gegner überhaupt. Okay, hier ist nur eine Rune oben am Arsch. Es lohnt irgendwie nicht. Und ja, da vorne bei den Pflanzen wären wir in den Sumpf runtergekommen. Das kann ich ja mal markieren, dass da so roundabout der Eingang... wie war das nochmal hier? Dass hier so dahin... Also das gehende Männchen ist für mich, geh da mal hin. Hier ist coole Landschaft. Geh, Männchen ist, geh da mal hin. Geh da mal hin. Wie gesagt, mit Damage bin ich aktuell sehr zufrieden. Problem ist, wir brauchen diese Dunkeldinger, um aufzuleveln, die Waffe. Wir hatten zwar schon welche, deswegen sind wir jetzt, glaube ich, plus zwei. Aber die finden wir halt nicht so oft. Entsprechend, tja. Ha. Moment, was ist das? Okay, nur so ein Schädel. Hä? Nur so ein Schädel heißt nicht, dass ich ihn nicht trotzdem will. Hier ist ein leerer Karren. Hier ist ein ganzes Lager, aber... Hier ist keiner, oder? Nee. Keine Ahnung, ansatzweise in der Nähe. Okay, da unten mache ich auch nochmal eine Markierung hin. Da ist, glaube ich, vielleicht ein intelligenterer Punkt. Ah ja, da haben wir uns die Karte hergeschabbert. Genau. Dann schauen wir, würde ich sagen, zu dem Friedhof. Der war da geradeaus, oder? Die Pflanze da sah für mich kurz aus wie so ein dancendes Skelett. Oh,
Hier ist eine Kirche. Ich dachte, da wäre nur ein Friedhof. Ah ne, der Friedhof ist da und da ist noch eine andere Kirche. Oh, okay. Okay, ich sehe, warum dort ein Ort der Gnade ist, zumindest der, wo wir das letzte gerastet haben. Das ist... Ich kann nicht genau erkennen, was es ist. Es ist irgendwas Großes. Was... Ist eine gigantische Krabbe? Nee, oder? Nee. Ist ein Drache? Keine Ahnung. Okay, hier ist auf jeden Fall auch ein Weg dahin und... Was auch immer es ist, es scheint den Pfad da lang zu bewachen. Gut, dass wir ein Pferd haben und auch andere Wege gehen können. Wie gesagt, das Spiel ohne Pferd mal durchgespielt zu sehen, glaube ich, wäre echt cool, weil das, glaube ich, so ein ganz anderes Feeling hätte. Allein, weil die Distanzen allesamt viel größer sind. Weiß nicht genau, wie stark ihr seid oder was ihr könnt oder ob da noch Freunde von euch sind, deswegen... Allein diese starke Attacke ist schon richtig nice. Ich warte ja fast ein bisschen drauf, dass wie bei den Celestial Emissaries in Bloodborne irgendwann mal ein so ein Billow... War der da gerade auch schon? Dass ein so ein Billow-Gegner mal... Der Ort, wo du hier bist, ist echt Arsch. Ho! Wie viel Damage kriegst du durch Magie? Nicht genug! Ja, ich sag mal so. Den jetzt zu machen, wäre, glaube ich, nicht das Problem. Aber den hier zu machen, ist Arsch. Das wäre hier so besser. Oh, ja genau. Zum Beispiel hier. Keine Ahnung, ob der bluten kann zum Beispiel. Aber ich glaube, mit Pferd ist der besser. Ja, er kann bluten. Ihr habt recht. Blutung ist echt overpowered. Aber in meinem ersten Durchspielen hier mit bisschen overpowerten Stuff zu arbeiten, finde ich jetzt nicht schlimm. Oh, shit. Nehm mal kurz diese Heilung. Oh! Heil doch endlich! Alter, ich spam diese Taste seit gefühlt Jahren! Oh, Pferd ist down. Ernsthaft? Oh, das ist gut. Sehr nice. Bisschen schwierig, aber der war der vorher auch schon da? Weil ich habe den halt nicht gesehen, als ich hier auf dem Friedhof raufgekommen bin. Was schon ein bisschen weird ist. Also entweder ich war da einfach sehr unachtsam oder der war halt wirklich nicht da. Beides, sage ich mal, ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich. Oder war der vielleicht hinter dem Felsen und ist dann vorgekommen? Da ist die gute Rune. Ich wollte schon sagen, es gibt ja immer eine geilere Rune hier. Und sonst ein paar Battle-Runen und ein, zwei normale. Hier noch was. Moment, ich war doch hier schon und hab hier...
Gärtner. Hey, ich war doch hier schon. Oder nicht? War doch eins weiter vorne. Alter, das ist verwirrend teilweise. Und aus der Perspektive sieht es so aus, als wäre da unter dem Schloss noch irgendwie ein geheimer Durchgang. Aber wir waren dort und dort ist nichts. Dort war nämlich diese Sackgasse, wo nur die ganz vielen Wichser waren. Okay, wir haben genug zum Aufleveln. Wir haben einen großen Gegner da hinten. Ich würde sagen, wenn jetzt hier nicht noch irgendwie krasser Scheiß ist. Ich kann den... Doch, ich kann den anvisieren. Ich markiere nochmal kurz hier. Fast. Hier. Ja, nicht halt in der Klippe, sondern da. Genau. Perfekt, wo der steht. Da ist die Kirche, da hinten ist dieses Vieh. Wir gehen kurz aufleveln und speichern. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir das Vieh hin. Was auch immer es genau ist. Ich könnte mir vorstellen, es ist ein Drache, aber genau gesehen habe ich es halt... Es ist ein Drache! Weg hier! Ich habe noch keinen Lebensbalken, was mich irgendwie hoffen lässt. Und wir können natürlich unsere Skelette hierfür beschwören. Ich glaube, beim ersten haben wir gar keine Skelette beschwört, oder? Beim ersten sollten wir, glaube ich, keine Skelette beschworen haben. Das werden wir jetzt natürlich anders. Jetzt hätte ich fast nicht aufgelevelt. Und am Endeffekt wäre ich wahrscheinlich mit wehenden Fahnen bei dem Vieh untergegangen. Wir könnten eigentlich... Wie viel ist so, ne? Bereits zum Installieren. Ja, ja. Das heißt, es hat vorher noch irgendwas anderes Komisches gemacht. 108. Ernsthaft, es geht jetzt um... So. Jetzt geht's. Ich will weiterhin Geist leveln. Übrigens, erstens, mehr Zauber ist gut, weil wir werden hoffentlich bald auch wieder zu der Trulla schauen und schauen, ob die uns neue Zauber beibringen kann. Und eine weitere müsste uns den einen krasseren... Die krassere Asche geben, oder? Den hier. 104. Ruft einen Elite-Ritter des Mausoleums. Das hört sich sehr gut an. Der hat sogar speziellen Upgrade-Path. Das heißt, wenn der gut ist, ist er, glaube ich, richtig gut. Verfallener Ekzykes. Hey. Dafür, dass der verfallen sein soll, war der relativ powerful. Ich sag so, wie es ist. Ich glaube, den heute noch hinkriegen wird tendenziell schwierig. Wir geben dem noch einen Try. Okay, wir machen jetzt nicht. Okay, also wenn der hittet, hittet der hart. Aber wenn ich hitte, werde ich auch hart oder so. Oh, 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 okay, also der macht Fäule. Oh, oh, oh nein, 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 der macht dieses Komische. Oh nein, der geht irgendwo anders hin. Shit. Das ist schlecht. Holy!
Holy Mole! Alter, hat sich der kurz teleportiert oder hat das nur so ausgesehen? Oh, vielleicht! Vielleicht ist er doch nicht so unfassbar. Wisst! Alter, what the... Alter, wie groß ist dieses Gebiet, was der da macht? Okay, merke, wenn der was macht, weglaufen, bis nicht mehr alles rot ist. Vielleicht kriegen wir den doch noch heute hin. Boah, ich würde es mir so wünschen. Weil der wirkt wie eine harte Challenge. In dem Sinne, dass wenn wir den hinkriegen, kriegen wir auch Margit hin. Und ihr habt, glaube ich, selber gesagt, dass bestimmte Teile hier von Zelit nochmal deutlich schwerer sind als Margit. Oder irgend sowas in die Richtung zumindest. Und ich meine, wir haben nur eine Magiesalve auf den geschossen und ihn ein paar Mal mit dem Schwert getroffen. Wir hatten vielleicht auch ein bisschen Luck. Nein, ich will... Alter, jetzt habe ich den Fuß anvisiert. Okay, jetzt macht er den... Achso, nee, jetzt macht er nicht den, wo er... Okay. Vielleicht war ich mit meiner Initial-Einschätzung doch relativ richtig und wir hatten einfach einmal wahnsinniges Luck, dass der sich nur auf die Skelette fokussiert hat. Zwei Tries gebe ich mir heute noch. Zwei Tries. Wie gesagt, am nächsten Mal dann schaue ich, dass die Folgen ein bisschen länger sind, aber das Problem ist halt, ich habe auch nur eine gewisse Zeit immer aufzunehmen. So wie beim 10-Stunden-Stream mir wirklich mal einen ganzen Tag zum nichts anderes. Oh, das ist eine Herbeirufungsreserve. Ich dachte gerade schon. Vielleicht ist Anvisieren. Außer für Stings. Oh, die Skelette sind endgültig down. Nice. Also ich sag's, wie es ist. Ohne Skelette, glaube ich, haben wir schlechte Chancen. Ja! Richtige Waffe. Weg. Kann ich da jetzt wieder runter oder ist dann wieder instant dead? Oh, jetzt ist auf jeden Fall nicht gut. Ich weiß nicht, was er jetzt macht, aber er ist auf jeden Fall nicht. Wo ist er? Da! Okay, aus irgendwelchen Gründen hat er sich quasi halber zurückgesetzt.
Warum hat er sich so halb zurückgesetzt? Ich weiß übrigens nicht, ob es so... Oh. Ja, wenn er mich trifft, ist Arsch! Oh nein, 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 nein. Oh ja, er kann halt bluten! Jetzt weg! Ich weiß nämlich nicht, wie weit die Area of Effect ist! Die ist sehr groß! Das haben wir Scharlachfeule. Shit. Shit, shit, shit. Alter, hast du das jetzt nicht benutzt? Das war eine falsche Waffe. Nein, 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 nein. Okay. Magie! Nein, 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 ich weiß nicht, was er macht, aber bitte lass mich dadurch nicht sterben. Okay, hat sich nur neu positioniert. Komm, Kopf. Okay. Was ist das große? Nein. Okay, jetzt macht er irgendwas krasses. Ja, jetzt macht er wieder den Shit. Weg hier. Alter, das dauert auch so lange, bis das weg ist. Er ist halt immer noch da. So, jetzt aber. Ja, und wir haben ihn, oder? Ja! Großen Gegner zu Fall gebracht. Geil. Drachenherz. Geile Scheiße. Da muss ich sagen, das war echt cool. 30.000, ja sicher. Okay, instant verbraten, sonst sterbe ich und dann weine ich. In der Reihenfolge. Wahrscheinlich in der anderen vielleicht auch, aber egal. Es sind zwei Level. Ich glaube, uns hat noch nie ein einzelner Gegner, kein Boss und kein Nichts, zwei Level instant gegeben. Niemand, glaube ich. Von daher, jetzt kriegen wir den Typen und dann würde ich sagen... Wir haben hier einen Stärke-Weisheitsbild, aber ich will ehrlich gesagt noch ein bisschen das auf 20 bringen und dann bringe ich Kraft, Kondition, Stärke, Weisheit und Geist, diese 5 gemeinsam hoch. Und jetzt können wir auch theoretisch mal schauen, wie das hier ist. Oder wer das hier ist. Also Moment, dafür muss ich... Kann ich jetzt hier, obwohl der Typ schon down ist, auch noch summonen? Auf der Ebene? Ist das gebietsspezifisch oder...
Nee. Macht nichts. Oh, es ist perfekt sich ausgegangen übrigens. Nice. Aber dann würde ich sagen, hier war der Drache mit diesem Ausblick hier hinten auf die Kirche. Würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Elden Ring sage ich Tschüss, Leute.